Die AfD-Fraktionsvorsitzendenkonferenz Ost tagt mal wieder. Es ist bereits die fünfte. Diesmal treffen wir uns in Erfurt und wie es gute Tradition ist, wir haben auch wieder eine Erklärung verfasst. Dieses Mal haben wir uns mit den Freiheitsspaziergängen beschäftigt und diese intensiv analysiert und in diesem Zusammenhang vier zentrale Forderungen aufgestellt. Wir fordern eine sofortige Abschaffung aller Corona-Maßnahmen und die Abschaffung aller bereits getroffenen Regelungen zur Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht. Wir fordern die Medien auf, zu einer offenen Debattenkultur zurückzukehren und vor allem die Medienvielfalt wiederherzustellen. Wir fordern die Achtung der Meinungsfreiheit und ein Ende der Kriminalisierung der Bürgerproteste durch die Regierung und ihren Geheimdienst. Wir fordern eine Aufarbeitung des unverantwortlichen und willkürlichen Regierungshandelns, das unsere Gesundheit und unseren Wohlstand gefährdet. Und dazu gehört auch eine Aufarbeitung des Handelns von RKI, Verfassungsschutzbehörden, des Bundesverfassungsgerichts und der öffentlich-rechtlichen Medien.